Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich habe einen wunderbaren Gast hier, nämlich die ehemalige Strafrichterin Monika Schorn, langjährige Freundin von mir und jetzige Landesvorsitzende vom Weißen Ring hier im Landesverband Hamburg. Habe ich das richtig formuliert? Das ist völlig richtig. Monika, ich freue mich unglaublich, denn ich habe jetzt erst festgestellt, was der Weiße Ring alles kann. Es geht immer um Kriminalität, ist das richtig? Es geht immer um Kriminalität. Genau, und wo ihr da helfen könnt. Opfer in erster Linie. Natürlich, nur um die Opfer, genau. Also nicht um die Verbrecher, die hatte ich vorher vom Tisch. Die hatte ich vorher auf dem Tisch. Ja, genau. Jetzt ist es an der Zeit, sich um die Opfer jetzt zu kümmern. Jetzt kümmerst du dich um die Opfer und da ist so viel mehr. Also auch Mobbing ist eine kriminelle Handlung und da gibt es auch Unterstützung. Also Monika, die Bühne gehört dir. Wo überall hilft der Weiße Ring? Und also als sei schon mal vorweg gesagt, ihr könnt da auch helfen. Ne? Also das ist Ehrenamt und da wird es auch gebraucht. Also wir machen hier jetzt mal das Feld Rundum-Paket. Wir machen genau. das Rundum-Paket. Monika, also, was erstmal ist der Weiße Ring? Vielen Dank, dass du mir die Chance gibst, über diese wirklich tolle Organisation, wie ich finde, so ein bisschen was zu erzählen und ein bisschen auch die Werbetrommel zu rühren. Das machen wir absolut. Das ist einfach auch für uns absolut erforderlich, weil wir völlig unabhängig von staatlicher Förderung sind. Also Ja, wir genau. kriegen überhaupt keine staatlichen Gelder, es sei denn mal ein Bußgeld, was uns ein Gericht zuspricht. Aber und das ist ja auch kein staatliches Geld im eigentlichen Sinne. Ne? Genau. Und wer das eigentlich in die Welt gebracht hat, das wissen ganz viele noch von uns. Wir wissen das wahrscheinlich. Eduard Zimmermann hat diese Sendung Aktenzeichen XY erfunden quasi. Ja. Und hat dabei gemerkt, 1976 hat er dann den Weißen Ring gegründet, dass viel zu wenig für die Opfer getan wird. Damals war es auch noch viel, viel weniger. Da zählte der Täter und das Opfer war eigentlich Beweismittel. Mittel zum Zweck, um einen Täter zu überführen, aber eine wirkliche Fürsorge für Opfer war eigentlich nicht da. Und zu diesem Zweck hat Eduard Zimmermann 1976 den Weißen Ring gegründet. Der Weiße Ring hilft Kriminalitätsopfern. Ja. Ne? Und seitdem er gegründet ist, sind mehrere hunderttausend Opfer schon betreut worden vom Weißen Ring. Ist aufgeteilt in Landesverbände. Jedes Bundesland hat einen, die großen Bundesländer zwei Landesvorsitzende und dann eben die jeweiligen überaus wertvollen Mitarbeiter, die dann die eigentliche Arbeit tatsächlich machen. Wir als Landesvorsitzende koordinieren das eigentlich in erster Linie, ganz ne? klar. Und bearbeiten Arbeiten mit den Außenstellenleitern zusammen, klar. Ne? Und kümmern uns um alles, was so im Spring Hintergrund mal rein, ist. was dieses Kümmern alles Beinhaltet. bedeutet. Ja, das ist ja so. Also wir kümmern uns um Opfer von Straftaten. Wir vermitteln zum Beispiel in therapeutische und rechtliche Betreuung. Und gibt da sogar. Und geben da auch Geld für aus. Auf jeden Fall erschöpft sich bei uns nicht nur in Begleitung und in. Aber die ist ja auch so wichtig. Die ist überaus wichtig. Also, vielen ist das das Allerwichtigste. Wir stehen eben für die Opfer da und unser größtes Pfund ist eigentlich außer dem Geld die Zeit. Die Zeit, die Zeit, die Betreuung, die Fürsorge, die Aufmerksamkeit. Und das Netzwerk. Und das Netzwerk, Anwälte, Psychotherapeuten, Stiftungen, die auch mal extra was bezahlen, was Opfer brauchen. Da ist tatsächlich ganz viel, was wir so im Hintergrund haben, was den Opfern letztlich zugutekommen soll. Absolut. Wir machen nicht selbst die rechtliche Betreuung, wir machen nicht selbst die psychotherapeutische Betreuung. Nee. Natürlich nicht, das haben wir nicht gelernt, auch wenn unsere Opferhilfe alle eine sehr gute Ausbildung bekommen, bevor sie überhaupt Opferarbeit machen dürfen. Und das ist so ein großes Netzwerk, das wir dadurch haben müssen, zwangsläufig. Und wir lotsen durch dieses ganze Hilfesystem. Und wir gehen auch mit, wer möchte. Wir helfen bei Betreuung.
Also wir, die Betreuung sieht dergestalt aus, dass wir, wenn gewünscht, auch mit zu den Behörden gehen Ja. oder zu den Gerichten gehen. Zur Wir helfen Polizei. zur Polizei ganz auf jeden Fall. Ja. Wir helfen beim Ausfüllen von den manchmal relativ schwierigen Formularen, Ja. die gleich abschreckend wirken, manchmal auf so manches Opfer. Auch da sind unsere Opferhelfer immer unermüdlich dabei, mit den Opfern zusammen das Ja, das ist auszufüllen, so, so und sie an die kostbar. Hand zu nehmen und das dann auszufüllen. Man versucht schon, dass sie sich selber helfen, ne? Aber Ja, und wir Prävention macht helfen ihr ja dabei. auch, ne? Also Prävention ganz, ist also eins das müssen wir unserer, aber ganz im genau, Detail das wirklich. machen wir gleich. Wir sind Ja, jetzt noch genau. bei der Betreuung. Ne? Da sind wir wirklich dabei. Wer Mhm. möchte, kann auch lange, lange angebunden sein an die Ja. jeweilige Betreuerin. Ja. Und das passiert manchmal auch, dass nach Jahren noch Kontakt ist. Ach, wie Und schön. Ja, weil das so hilfreich war, ja, ne? Da ist eine Beziehung genau, da aufgebaut ist eine worden. Beziehung aufgebaut worden, und das ist einfach wunderbar für die Opfer, da immer noch Absolut. jemanden in der Hinterhand zu haben, Ja. bei dem man mal anrufen kann. Magst du mal Und die Bandbreite so grob schildern, bevor wir da ins Detail gehen? Also Mobbing habe ich gerade schon Ja, erwähnt. der Stalking Das zum ist auch so ein Beispiel, das großes ist auch ein Thema. ganz großes Thema. Und unser größtes Thema ist natürlich mit häusliche Gewalt. Auch. Ja, häusliche Gewalt ist eigentlich die größte Opfergruppe, die wir Oh derzeit mein haben. Gott. Und in ganz Deutschland sind die Zahlen immens gestiegen. Also ich Ja, glaube, das, magst du dir mal sagen, sie sind ja erschreckend, auch mit den Todesfällen. Hast du die ja, gerade genau. präsent? Also ich weiß nicht, ob ich die ganz, aber in etwa habe ich sie da. Also es gibt, glaube ich, im letzten Jahr 2023 Ja. gab es 256.000 und etwas Fälle häuslicher Gewalt in Deutschland. Aber auf Und wie viel, also jeden wie? dritten Tag wird eine Frau beziehungsweise auch ein Männer sind seltener die Opfer, Ja, aber glaube gibt ich. es auch, Ne? von ihrem Partner, Ex-Partner getötet. Also das Und hat das mich sind, so erschüttert, weil das das sind kriegt man unvorstellbare doch gar nicht mehr Zahlen. mit in den Genau, Medien, oder? ja. Jeden Und dritten Tag in Deutschland. Also jeden dritten das habe ich nicht Tag, für möglich genau. gehalten. Ja, ist Ja. aber leider so. Und das deutet sich ja an vorher. Das Ja. kommt ja nicht aus dem Nichts, ne? Also diese Täter, die letztlich zu dieser wirklich zu diesem Exzess Ja. greifen, die zeigen vorher schon Ja, und dann kann man sich schon an die Sachen. euch Und da wenden. kann man sich auf jeden Fall auf uns wenden, an uns wenden. Also es fängt viel, viel früher Und an, was kann ne? man denn dann machen, um das abzuwenden? Also Ja, außer. das ist natürlich schwierig. Da beraten wir sie auch und Ja. wir begleiten sie auch zur Polizei. Die stellen ja nicht immer eine Anzeige. Glaube Da ich, weil wenn versuchen wir das. natürlich Ja. auch, sie zu bewegen, eine Anzeige zu stellen. Man kann Gewaltschutzanordnungen erwirken. Gibt es das? Das gibt es alles, nur das Annäherungsverbote. Das Problem ist, dass so mancher Täter, der wirklich so gewaltgeneigt ist, nicht geneigt ist, sich an dieses Annäherungsverbot zu halten. Was macht ihr denn? Da können wir wenig machen, da muss die Polizei was machen, Die natürlich, ne? Polizei, klar, Also nee. wir können unterstützend mental da sein, Ja. aber ansonsten können wir da gar nichts machen, außer immer wieder zu sagen, du Ermitteln. musst die Polizei anrufen, du musst Genau, dich und hier dann kann, hinwenden, was kann dann dahin die Polizei wenden. machen? Ich glaube, Ja, das ist es doch ist ein Stalking. schwieriges Ist denn das, Thema. Ja, das Stalking ist es auch, aber Gewalt ist natürlich noch etwas anderes. Das äußert sich ja dann auch, also zusätzlich ist es Körperverletzung und wirklich schwerste Belästigung auch. Also Das heißt, ihr würdet da, also einmal, glaube ich, gibt es psychologische Unterstützung. psychologische Unterstützung auf jeden Fall, das ist Und absolut da unerlässlich im dann habt ihr Prinzip. eben auch ein Und Netzwerk, wo man Termine kriegt. ja, das ist tatsächlich so, weil es ist ja wahnsinnig schwierig, bei Psychotherapeuten Termine zu bekommen. Aber wir haben halt so ein Netzwerk und eine gewisse Anzahl von Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dort wird es leichter. Also wir kriegen auch nicht in jedem Fall sofort einen Termin. Nein, aber Aber es ist leichter, wenn man Kontakte hat, an die man sich wenden kann.
um relativ zügig Termine zu bekommen. Aber das ist ja nicht alles in diesen Fällen, ne? Mit diesen gewaltbereiten Ex-Partnern. Deshalb ist der Weiße Ring auch mit Forderungen dabei, also politischen Forderungen Oh, an wie die schön. Ihr geht Politiker. an die Politiker ran. Ja, na klar, wir sind, das ist eine unserer Aufgaben. Auch Präventionsarbeit ist es auch. Auf der einen Seite, in diesem Fall müssen wir aber Forderungen stellen. Da fordert der Weiße Ring zum Beispiel die Fußfessel. Ach, was, wie muss ich mir die vorstellen? Ja, nicht Ja, das. mit einer Kette Nee, und nicht mit Kette und Kugeln auch dran. Also, nee. das ist es nicht. Das ist so ein GPS-basiertes System. Also, ich glaube, Irgendein der Mann Kunststoffring ist es oder in was? den meisten Fällen, der kriegt irgendwie Ja. so einen Kunststoffring um den Ja, Fuß, um Knöchel Fußgelenk, ja. vermutlich. Und die Frau muss, das Opfer muss es natürlich auch haben, ne? Sonst könnte man nicht die Ja, Annäherung feststellen. ich verstehe. Und sie hat dann wahrscheinlich wie so ein kleines Armband um die Hand. Und wenn die sich annähern Ja, Distanz, über genau. eine gewisse Distanz, würde der Alarm bei der Polizei aufschlagen und dann könnten die sich in Bewegung setzen. Und so könnte man versuchen, die Femizide, wie wir das nennen, zu verhindern. Das wäre überaus wichtig. Aber da will die Politik noch nicht so ran, beziehungsweise zumindest der Justizsenator noch nicht. Der meint, das könnten die Länder selber regeln. Das ist aber nicht der Fall. Es müsste im Bundesgesetz geregelt werden. Und das Und heißt, das ist bislang eben gibt es schwierig. für diese Fälle die Fußfessel noch nicht. Es gibt die Möglichkeit in den Ländergesetzen, eine Fußfessel für eine ganz geringe Zeit Ach anzuordnen, so. heißt 2 Wochen. Aber also in Hamburg ist es Ja, für ja. 2 Wochen, in anderen Ländergesetzen ist es, glaube ich, etwas länger. Ja. Aber selbst das, was sind 2 Wochen? Dann macht er Ja. eben 2 Wochen nichts und Du hast recht, dann müsst ihr weiter bohren und am Ball bleiben und genau, sowas genau. Und alles. deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir unabhängig von staatlicher Absolut, Leistung sind, absolut. Das weil sonst heißt, wir könnten wir brauchen nicht. Spenden, wir brauchen Wir Spenden, wir könnten nicht brauchen unsere Spenden. Stimme so erheben. Und Nee. das heißt, wir brauchen Spenden, Spenden, Ja, Spenden. genau. Jede kleine Summe Ja, jede hilft kleine Summe hilft. und man kann Mitglied werden. Und man kann Mitglied werden, ganz genau. Kann Ja, ich auch empfehlen. ja. Völlig richtig. Der Mindestbeitrag im Monat wäre 2,50 €. Ja, aber dafür bekommt man auch alle möglichen Infos. Ja, dafür bekommt man viele Infos. Man bekommt auch die Mitgliederzeitschrift immer zugestellt. Da stehen interessante Dinge drin. Jedes Mal wird ein anderes Thema aufgegriffen Tipps und für Tipps für Prävention. tägliche Leben, für Prävention. Man berichtet über Fälle, man klärt auf. Ja. Und diese Aufklärung, die versuchen wir in allen Sparten sozusagen Ja, zu du hast hier machen, ja ne? ein paar Ich habe Prospekte ein liegen. Also bisschen das was sieht man jetzt nur mitgebracht, auf YouTube. genau. Da kann man die sehen, wenn man die kurz Wir, der scrollt. Weiße Ring, macht auch so Infobroschüren, Flyer. Das heißt, du musst es vorlesen, so also ein Manchmal ist bisschen, es worüber. tatsächlich Wenn wichtiger, das Smartphone zur wenn Hölle das wird. Smartphone zur Hölle wird, Oh genau. ja, oh ja. Cybermobbing bei Jugendlichen, Tipps für Lehrer und Eltern. Finde ich persönlich ganz, ganz wichtig, denn So wichtig, so wichtig. die Meine Medienkompetenz bei den jungen Leuten und bei den Eltern, aber auch bei den Lehrern oftmals ist noch nicht so da, wie es sein müsste, sein dass man müsste. da was Und viele machen. wissen eben auch nicht, dass das Internet halt kein rechtsfreier Raum ist, ne? Und Cybermobbing ist kein Spaß, eine Straftat, Absolut, ne? ja, Das wunderbar. ist einfach so. Und darüber klären wir auf. Und darüber versuchen wir Eltern aufzuklären, Lehrern. Wir planen eine Infoveranstaltung an einer Schule, einfach zu diesem Thema mal mit Okay, absolut. Impulsvorträgen und Podiumsdiskussionen hinterher. Das ist aber noch in Planung.
Aber können Schulen oder auch vielleicht Eltern fragen, ob ihr dort mal so einen Vortrag machen könntet? Dass die Mitarbeiter des Weißen Ringes machen durchaus Vorträge, die Und sie was dann kostet überall sowas? halten. Das machen wir so, Kostenfrei. kostenfrei. Ja, Ja, denn das also ich ist finde das so, sozusagen eine ja, Serviceleistung, auch eine ne? von vielen, Und ne? Eine ja, von ganz eine von vielen, die ihr vielen leistet. Sachen, die wir machen. Und ebenso erhalten wir Vorträge in Seniorenheimen. Was ist denn da los? Da, Handtaschenraub, ja, fällt mir. Handtaschenraub ist auch wie sie ihre Handtaschen Gerade die halten Rente sollten, wenn sie abgeholt. unterwegs sind. Also wenn man mit dem Rollator unterwegs ist, nicht gerade die Handtasche Vorne im ohne Korb. zu befestigen, vorne in den Korb zu tun. Ganz wichtig, die Aufklärung über diese Oh Enkeltrickbetrügereien. ja, oh Das ja. ist also auch inzwischen andere Formen von Ja, Enkeltrickbetrug gibt es geht. schon immer Ja, wieder eine das ist, neue dann sind es Version, eben ne? Polizeibeamte, die anrufen und sagen, jetzt Okay, bei Ihnen in der angebliche, Nähe ist ja. eingebrochen worden und Ja. wir kommen aber Ihnen vorbei und geben Sie Ja. uns Ihren Schmuck mit. Ja, ja, ja. Sowas, ne? Ja. Also, dass man da bei den Senioren auch ein bisschen Aufklärung leistet. Auch das Aber ihr sind macht ja Sachen, die nicht wir nur da machen. Aufklärung, sondern wenn die Handtasche geklaut Dann wurde. sind wir da, wenn man uns wünscht. Dann kann man uns erreichen über unser Landesbüro Ja. und natürlich übers Internet, ist ganz klar. Da findet Ja. man auch die entsprechenden Nummern. Ansprechpartner. Nur das ist für gerade Senioren oft etwas schwieriger. Die sind eben nicht mit dem Internet so aufgewachsen und Wohl manche können wahr. auch keine Smartphones bedienen, auch wenn es inzwischen schon Kurse für Ja, aber das ist ja bald, Senioren also gibt. glaube ich, Aber also so allmählich wächst ja die Generation Ja, auch mit. die Also wächst raus inzwischen, ja, genau. genau. Aber es gibt eben immer noch eine ganze Menge, ne? Und Klar, und ihr da helft auch. helfen wir auch, die zu betreuen, an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, jetzt machen wir dies, machen wir jenes. Und auch mit Aber Geld. auch mit Geld, genau. Wer durch eine Straftat in finanzielle Notlage gerät, Ja. dem helfen wir auch wirtschaftlich. Wahnsinn, das ist Und bei Einbruch, ja. bei Mord und wie Ja, auch Raub. für die Also, die ist Eltern, so von die krank. Angehörigen von ja, Mordopfern, von Ja. Totschlagsopfern Ja. helfen wir auch. Zum Beispiel kümmern wir uns darum, dass sie auch an das kommen, also Opferentschädigungsgesetz hieß es früher, jetzt heißt es SGB 14, und alles schwer zu verstehen. Darüber klären wir auf. Unsere Was sie Mitarbeiter da sind für Geld entsprechend kriegen würden. geschult, genau. Und wenn dann mal was übrig ist oder wenn eine finanzielle Notlage überbrückt werden muss, Ja. dann stehen wir auch mit Cool. Leistung Geld, zur Geld Verfügung, da, mit ja. Geld zur Verfügung. Ja, und Und also das ist. wenn ich das, wir hatten ja natürlich schon drüber gesprochen vorher, auch für die ersten, weiß ich nicht mehr, war es 5 Also Rechtsanwaltsberatungsstunden. erstmal gibt es einen Beratungscheck für die Rechtsanwälte Ja, und dieser und Scheck da müssen wir bedeutet, eben das gucken. ist bezahlt von Das euch. ist bezahlt, Ja. genau. Und bis zu 50 Ja. Psychotherapeutenstunden können Also, von das uns auch ist, übernommen werden. denn das sind ja Genau. diese Hürden, wo man denkt, ich kann das Ja, nicht bezahlen. ja. Oder wo soll das hinführen und so. Und also, ihr Ganz sammelt genau. so unglaublich Und wie praktisch. gesagt, wir sagen es auch immer, eine Broschüre heißt auch, jeder kann Opfer werden. Ne? Wir sind an ihrer Seite und da bemühen wir uns Ja, eben. da seid ihr so Und vielseitig und ja, ich da wusste, dass ihr Taschendiebstahl. mit Geld einspringt in Notlagen. Ja. Das wusste ich vom Weißen Ring. Mehr wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass ihr Formulare notfalls ausfüllt, dass ihr, Oder wenn, Hilfen, die auszufüllen, ja, meine genau. ich, also wirklich so an der Seite seid Ja. und mitgeht zur Polizei oder was immer da so anfällt, das war mir alles nicht bewusst Das und ist ja nicht gerade für wichtig. manche Opfer die Hemmschwelle, Ja. ne? Na, alleine mag ich nicht gehen. Und Nein. wenn aber Ja, man einer, schämt ja, sich, dass einem das passiert genau. ist. Das wird Was auch so Quatsch ein ist Lügen. natürlich, auch darüber klären wir auf. Jeder kann es, ne? Deshalb heißt auch,
eine unserer Broschüre, jeder kann Opfer werden. Ja. Ne? Da muss man sich nicht schämen. Das Nein, ist nein, aber ganz ich normal. weiß Aber es viele schon. haben dieses Schamgefühl. Natürlich, ich bin auf so einen Enkeltrick reingefallen, dann würde ich mich doch Ja, schämen. selbstverständlich. Weil man Also, immer fürchtet, alle sagen, Mann, bist du doof. ja, Ne? also, oder hier, Aber das ist schon ganz simpel, das nicht ist das ja, Opfer hat Schuld, der Täter hat Schuld. Und das muss man sich klar muss man machen. sich klar machen. Und Aber das machen wir auch klar. ich kenne auch Diskussionen hier bei uns im Haus, was weiß ich, da kriegt man irgendwie eine E-Mail. Angeblich von der Bank oder von, ich weiß nicht was, okay, man würde nicht dein Phishing-E-Mails, Passwort oder was genau. weiß ich. Aber ich weiß, dass unsere Kinder uns manchmal angucken, also mein Ex-Mann und mich, und sagen, na ja, mein Gott, das war doch eine gefakte E-Mail oder so. Gott sei Dank ist da noch nie was passiert. Auch kein Virus oder irgendwie sowas, das wäre ja sonst wohl irgendwie der Naja, Einstieg. das ist ja der Aber Zweck, ne? insofern ist es mir dann tatsächlich auch Ja, wirklich ist ein unangenehm das, gegenüber, dass ich da so dusselig war oder dann nochmal frage, was für die offensichtlich war. ganz Also genau. Scham hat hier nichts zu Die suchen. Scham hat Wer, gar nichts zu nein, suchen, genau. genau. Und wenn man jetzt auch seine Kinder nicht fragen will, man ruft den weißen Ring an. Also ich Genau. bin so ein Fan Bei geworden. der Gelegenheit möchte ich auch nochmal sagen, wir haben ja nicht nur unsere Opferhelfer, die vor Ort tätig sind. Manche haben ja auch eine Schwelle, überhaupt zu jemandem persönlich zu gehen. Wir Ja. haben auch Online-Beratung. Ach, macht ihr Und auch. ja, der Und auch Weiße Ring die. insgesamt ist online-mäßig auch gut aufgestellt. Da kann man auch rund um die Uhr anrufen. Cool. Und dann wird dann an die entsprechenden Stellen Ja, weitervermittelt. klar. Man kann sich auch anonym an uns wenden. Auch das Und ist man noch muss gut. nicht erst eine Anzeige erstattet haben. Also man Man kann kann auch auch, so wenn man schauen. Opfer einer Straftat geworden ist, kann man auch erstmal bei uns anrufen, wenn man Ja, möchte. Wenn also. man sich scheut, zur Polizei zu gehen, ruft man bei uns an und dann beraten wir hoffentlich in der richtigen Form. Ja, wir gehen davon aus, dass das immer der Fall ist. Also Wir, das dafür heißt, sind die also unsere auch junge Opferhilfe. Leute, die jetzt Mobbing-Opfer sind, gar nicht vielleicht Cybermobbing, sondern auf der Arbeit oder in der Schule. Ja, und wird beleidigt und so. Ja, und Und da da, weiß man noch gar nicht, ist das schon kriminell oder weiß nicht. man nicht, genau. Und Sondern, aber aber man man kann trotzdem neigt erstmal dazu. anrufen und sagen, pass mal Ja, auf, mir ist das und das passiert. genau. Wie, was mache ich jetzt Ja, weiter? genau. Und dann haben unsere Außenstellenleiter, da gehen die Anrufe an. Also Ja. einen erstmal im Landesbüro oder Ja. direkt beim Ja. Außenstellenleitungsteam. Und dann beraten die schon in der nötigen Form. Aber wenn man Ja. leidet und unter solchen Dingen Ja. und man weiß nicht, an wen man sich wenden Ja. kann, kann man gern jederzeit bei uns anrufen und wir schauen, was machen Also darf ich da ein Beispiel erzählen aus wir. der Schule damals von meinem Kinde? Natürlich, ja. Also ich habe es dann ja als erstes mal aus der Zeitung erfahren, aber da war ein junges Mädchen, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 15, 16, vielleicht auch schon 17, das weiß ich nicht mehr. Ja, einem jungen Mann in die Hände gefallen, von dem sie glaubte, das wäre die große Liebe. Also aus tollem Haus, mit tollem Auto. Also da mich der Fall so faszinierte, habe ich das auch versucht, so ein bisschen nachzuverfolgen, was dann da noch so passierte. Das sah alles richtig gut aus. Und dann wäre die fast in so eine Zwangsprostitution gerutscht. Also dann hieß es erst, ja, mit einem Freund und was weiß ich und so. Und die hat sich so geschämt, die mochte das ihren Eltern. Die kam auch aus gutem Hause. Und also da kann man nicht Es ist sagen, kein Schutz, nee, das ist das kein Schutz. kann Und immer passieren. das mochte die aber ihren Eltern und keinem und der Freundin nicht sagen, weil sie sich so geschämt hat. Das heißt, Kann man auch vielleicht auch die, verstehen im Nahbereich, aber da ja, kann ich nur kann sagen, bei uns euch kann man anrufen. jederzeit anrufen, dann können wir sehen, was machen Ja, wir jetzt. und das. Und wir können zur Not auch mit ihnen zusammen das Gespräch mit den Eltern Genau, führen. irgendwann müssen die Also ja irgendwann eingebunden werden, ist müssen ja die ganz, Eltern ganz klar. Aber eingebunden das, dann ist werden. man da nicht Ja, alleine. Und man muss nicht alleine sein. nein, Man und bekommt das war Hilfe, meine wenn Güte, man sie meinst du, braucht, das kann sein. wirklich. Und ich kriege ja jetzt sonst gar nicht mehr so was mit, was da bei den Jungen, also in dem Alter so passiert. Und also ich finde, da so eine Anlaufstelle zu haben, aber eben auch für die Älteren, die sagen, ich mag das meinen Kindern nicht sagen, mit der Handtasche und ja, ich habe die ganze Rente für den ganzen Monat abgehoben. Ich wollte das Bar zu Hause haben und dann würden die vermutlich auch erstmal von ihren Angehörigen ein bisschen ausgeschimpft, wie dusselig sie dann Könnte sagen. ich mir auch vorstellen, hört Ja. man immer wieder, Ja, dass man sagt, aber meine Güte, wir haben doch darüber ja. gesprochen und du sollst es und wie. Aber es ist eben passiert. Man kann bei euch Man anrufen. kann bei uns anrufen, wir
wir können sie beruhigen. Und Ja, wenn die gut. ganze Rente für den Monat weg ist, können wir zumindest erstmal 300 Euro Ja, da, denen zur Verfügung ja. stellen, damit Ja. die über die nächsten Tage kommen. Und auch, das gibt es doch auch bestimmt immer noch, dass man so alten Leuten was aufschwatzt. Weißt du, Ja, was ich meine? Haustürgeschäfte, genau. Ja. Ja, Und genau. dann haben Auch die da da haben irgendwas wir Broschüren. unterschrieben. Ja, Und das darf man ja auch alles wieder rückgängig machen. das Und kann man das alles rückgängig machen, wissen aber viele nicht. wollte ich sagen. Ne? Oder die Und sagen auch dann, ganz nein, das, genau. Ja, ne, und das, wir haben ja hier uns genau. persönlich und so. Also wir haben zum Beispiel auch eine Broschüre, die heißt Kein Anschluss für Also halt immer Betrüger. Ich etwas, halte es ja, nochmal genau, hoch. ja. Für Betrüger am Telefon zum Ja, Beispiel. Und so ach erkennen so. sie Telefonbetrug und können sich und ihre Angehörigen schützen. Mhm. In einer anderen, ohne Furcht im Alter, haben wir aber auch was geschrieben für diese Haustürgeschäfte, was man machen Ja, kann. Also ja. wir klären auch da auf. Das ist Teil unserer Natürlich, das ist ja der Präventionsarbeit. beste Schutz, ne? Prävention ist ja auch eins unserer Satzungsziele, ganz, Natürlich, ganz ja klar. wichtig, weil wir die Stimme ja erheben wollen für alle, die schon Opfer geworden Ja, sind, aber genau. eben auch verhindern wollen, dass so mancher Gutgläubig da selbst reinrutscht, ne? Opfer wird. Ja. Und da im Vorfeld Aufklärung zu leisten, das finden wir sehr Absolut, wichtig. natürlich. Denn Prävention ist Ja, einfach der beste der Schutz, beste Schutz, wenn der es gar beste nicht erst Opferschutz. passiert, genau. Genau. Das ist so wichtig. Und deshalb haben wir auch jede Menge Broschüre, die man bei uns bekommen kann. Ja, nicht nur am Telefon, alles über die Gefahren aus dem Web, wie sie sich schützen können, ohne Furcht im Alter, für Oh, mehr Sicherheit im Alter. da habe ich noch eine Frage. Die Haushaltstür, das Einfallstor für Betrüger zum Beispiel, die Haustür. Oh ja. Ne? Ah, Also ja, da da passiert so sind viel, ganz ne? viele Anregungen und überhaupt aufgezeigt ist da, was passieren kann. Und damit man einfach mal weiß, nicht jeder Mensch ist gut, der vor Nee, der Tür steht. und sei ja noch so freundlich, ne? Ja, genau. Dürften, könnten sich auch quasi Kinder, ich meine jetzt nicht Jugendliche, sondern Kinder von älteren Menschen, die ja auch manchmal so ein bisschen stur sind, die sich ja von den Kindern auch nicht unbedingt was sagen lassen wollen oder so, könnte man da den weißen Ring fragen, Mensch, wie könnte man das machen? Könnten Sie mal mitkommen oder so zu? Also wenn da eine Straftat im Hintergrund ist Ja. oder eine vermutete Ja. oder wenn die möchten, dass wir ihre Eltern aufklären Ja, über sowas. mögliche Straftaten, Ja. das könnte man sicherlich Da auch muss man mit natürlich mit ganz, aber das macht unseren, ihr ja mit ganz viel Fingerspitzengefühl. Denn genau, ich denn kann das muss durchaus wirklich sensibel sehr, gehandhabt werden. genau. Aber ich weiß wirklich sag ich mal, so 50, 60-Jährigen, die sagen, also ich kann mir die Haare ausraufen, meine Eltern hören nicht auf mich. Oder die machen, also jetzt ist ja schon das achte Mal passiert, dass die da irgendwas kaufen und sich aufschwatzen lassen, was sie gar nicht brauchen und so. Und ja, manches konnten die dann auch rückgängig machen. Aber ich weiß jedenfalls, dass da die Kommunikation zwischen den Generationen, lass es mich mal Schwierig so ist. sagen, dass es da manchmal ein bisschen schwierig ist. Ja, Und ist wenn, klar. Also man kann es versuchen, aber natürlich ne? solange die eigenen Menschen sind, haben sie Ja, eine Entscheidung, natürlich, die sie dass sie treffen sagen, dürfen. Und ja, aber. aber klar kann man so sehr sensibel versuchen, über Ja, gewisse Dinge, die im Alter passieren ja. können, Aufzuklären. aufzuklären, dass da vielleicht ein Umdenkprozess ansetzt. Ja, Viel mehr aber kann das man ist da ja auch ein nicht machen, sensibles aber ja, Thema. eben, Ja, genau. ja. Aber das heißt, ihr seid für, ich sag mal, von Jugendlichen, vielleicht sogar Kinder, Ja, weiß ich nicht, da Kinder bis zu natürlich den mit Alten. Eltern, ne? Also wenn Ja, Kindern was ja, passiert, ja. selbstverständlich helfen wir Ja, da. Da müssen die auch. Ja, Eltern, mit den die Eltern. Erziehungsberechtigten. Aber ich sag mal, mit 14, 15 oder so könnte man sich also auch direkt an euch Ja, wenden. sicher, Und dann eben natürlich, wirklich genau. bis ins Ja, hohe Alter. Also, und wir grasen ab alle Strafbereiche sozusagen, also ja. alle Straftaten, die möglich sind. Und das Da heißt, beraten wir, da unterstützen wir, was immer ja, und gewünscht helft mit wird. dem Netzwerk also das ist so Und mit unserer offenen interessant. Stimme auch in Politik und Ja, Gesellschaft. Also das. alles, was
Opferschutzgesetze betrifft und neue Gesetze, die erlassen werden sollen. Da wird im Gesetzgebungsverfahren auch der Weiße Ring, der Strafrechtsbeirat, gehört vorher. Oh ja, Und dann das heißt, dürfen wir auch oh. unsere Expertise da einbringen. Wir haben ganz tolle Strafrechtsprofessoren auch, die auch Cool. dabei sind in diesem Ja. Strafrechtsbeirat. Und da geben wir immer auch unsere Perspektive, unsere Stellungnahme ab. Und oft ist es auch schon berücksichtigt worden. Und so dieses Opferentschädigungsgesetz, Ja. was es gibt und jetzt SGB 14 heißt, aber das ist auch, da hat der Weiße Ring auch große Anteile daran, dass Cool. es so geschaffen worden ist und so Ja. ist, wie es ist. Also man kann sich ja jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass es damals per Gesetz nur darum ging, den Täter zu Ja, bestrafen das ist und nicht, also auch, da und wird Zeuge man ja ganz schlecht, ne? waren Beweismittel halt, ne? Und der Zeuge war eben oft das Opfer, ne? Und das war wichtig. Natürlich haben auch, glaube ich, auch früher alle Kollegen und Kolleginnen von mir versucht, vernünftig mit den Opfern umzugehen. Ja, das ohne Aber Frage. Ihr habt ja gar nicht die nichtsdestotrotz, Zeit, da jetzt diese ganzen Schritte genau, und durchzuführen. nichtsdestotrotz wurden die natürlich von uns nicht Begleitet? beraten, begleitet, also Nein. von uns als Gericht, Ja, meine ich. weil Ging habe ich ja gar verstanden. Ja, nicht, ne? Strafrichterin, Aber ja. es wurde immer, immer, immer besser und es ist immer mehr geschaffen worden. Ich finde wirklich auch, das ist dem Weißen Ring zu einem großen Teil zu verdanken, dass da die Opferrechte gestärkt worden Ja, sind. absolut. Also ich finde es auch so wunderschön, dass du die Seite gewechselt Ich hast, habe quasi die sozusagen. Seite Ja, gewechselt, ja. du wurdest dann Aber gefragt, nicht ne? wirklich. Letztlich sind es die Themen, mit denen ich mich Ja, klar, immer ja, beschäftigt habe. genau, ja, aber du hast jetzt die Möglichkeit da, Mehr zu tun. Und das ist schön. ja, das ist sehr, sehr schön und also die Welt braucht noch mehr Und Menschen. wir brauchen auch, also nicht nur Spenden, leider, es klingt immer so ein bisschen bettelig, ne? Ist ja Na, nee, klar, das aber klingt überhaupt nicht in wirklich. einer Doch, wir Zeit, können. wo die Spenden sinken, weil die Leute alle weniger Geld haben, muss man einfach dabei bleiben. Wir können den Opfern nur helfen, wenn wir Geld haben. Aber weißt du, was ich da für einen schönen Satz mal gelernt habe, dass das nicht Betteln sei, sondern du gibst den Menschen eine Chance, dabei zu sein, die Welt ein Stückchen besser zu Das machen. ist sehr schön. Ist das, Das gefällt ne? mir Das, ja, wunderbar. genau. Ja. Denn das ist es ja Ja. das. Und außerdem glaube ich, es ist so ein Stück, also dabei zu sein, Mitglied da zu sein, wird einem auch helfen, also wenn man selber mal in Not ist, viel Total. schneller Viel da schneller. Man zum kennt ja Hörer zu schon greifen. tausend Leute. Ja, Man hat selber genau. ganz viel gelernt. Ja. Weil wir haben wirklich eine gute Akademie, wo die Opferhelfer, bevor Ja. sie losgelassen werden, wenn ich das so Ja, ja, lax ja, formulieren ja. darf, gut ausgebildet Ja, werden. cool. Es Und es hat. macht auch Spaß, diese Ausbildung, ehrlich gesagt. Man lernt Ja. so vieles Neues. Absolut. Und wir brauchen Jung und Alt, auch als ehrenamtliche Mitarbeiter. Da Ja, brauchen wir also wir wissen ja etliche. auch, dass die Menschen, die glücklich sind, die anderen sind die, die anderen helfen. So, Ja. und Ehrenamt, das hat ja bei uns ein bisschen komischen Beigeschmack. Ich versuche da schon ewig seit Jahren dagegen anzugehen. Es macht glücklich. Es Ja, macht glücklich, total. ja. Ehrenamt wird gebraucht. Die Gesellschaft Ja. funktioniert nicht ohne, aber sie Nee. gibt einem auch ganz viel zurück. Genau. Ja, Also. also das Ehrenamt gibt Ja, ich einem ganz weiß, viel ja. zurück. Und dann, ja, auch diese Dankbarkeit der Menschen dann zu Ja, erleben, wunderbar. ist so bereichernd. Und da dann eben dieses Netzwerk zu kennen und so etwas alles, das ist schon richtig toll. Sag mal, haben wir denn alles hier Haben wir die schon? alle? Ja, die haben, glaube ich, noch mehr. Ich habe gar nicht nur eine Ja, also Anzahl die mitgebracht. Ohne Broschüre. Furcht im Alter haben wir. Opfer brauchen ihre Ja. Hilfe. Auch alle Hilfe, die man bekommen kann. Also was Ja, das haben wir, mehr, glaube ich. also Die unterschätzte Gewalt, Stalking gibt es auch. Da klären ja, wir auch drüber aus. Auch immer ganz wichtig. Ne? also Stalking, vielleicht muss ich diesen Begriff noch mal näher kennenlernen. Was genau ist Stalking? Also, Du wirst verfolgt von du jemandem? wirst verfolgt von entweder von Ja. Ex-Partnern oder ja, Jemand, auch der der anderen Meinung Menschen, der ist, der Meinung ist, die hat sich jetzt unsterblich in mich verliebt oder ja. der hat sich unsterblich in mich verliebt und immer wieder auflauern Versuchen, und da Nähe versuchen, herzustellen oder sowas. genau, und immer vor der Tür stehen oder Um Gottes nachts Willen. Anrufe Also auch starten. Also da, das ja, gibt gibt es so auch. viel.
Und Stalking ist wirklich etwas, was den Menschen krank macht. Und da einen Ist das auch so Ausweg zu finden, verbreitet? Ich das meine, ist leider auch relativ oh mein verbreitet. Gott. Leider, leider, leider. Das ist oft so, dass Ex-Partner einfach nicht Einsehen wollen, dass es zu Ende akzeptieren, ist. dass sie Ja, das ist mir vorbei schon ist bewusst, und die aber dann es geht ja in und auch. überall auflauern. Es geht auch von Leuten, die meinen, Ja, sie hat die sich hätten ein jetzt Recht nicht. dazu. Ja, Also genau. das, ne, Genau. und die sollte sich jetzt Und bitte schön auch auf das Stelle ist, bewegen. Ne? ja, Also das und ist ja ganz Wahnsinn. schwierig alles. Aber auch Und da steht ihr zur man Seite. kann eben auch da Hilfeschecks für eine anwaltliche Erstberatung ausgeben. Und man kann im Gewaltschutzgesetz versuchen, ein Annäherungsverbot, also mittels des Ja. Gewaltschutzgesetzes ein Annäherungsverbot zu erreichen und dem Täter auch untersagen, WhatsApp zu schicken, Textnachrichten oder auch zu sagen, was man machen kann. Du musst ihn blocken, du musst dies machen, Ja, ja, jenes ja, machen. ja. Und auch da vermitteln wir die nötige Hilfe, die man braucht. Vermutlich können wir Und das gar nicht so allumfassend für nein, das jede wäre jedes Familie einzelne hier Thema ist aufzeigen, eins für was man ja. alleine Ja, so einen Podcast genau machen machen sollte, könnte, ne? sozusagen, Ja, ne? also hier geht es uns ja Und darum, wirklich zu sagen. Also für mich erstmal neu, verzeih, dass ich das nicht wusste, habe ich Mobbing das macht gar mich nichts. sofort als kriminelle Handlung einsortiert. Ja. Muss dir mal vorstellen, ist Also. ja auch ein bisschen bescheuert von mir. Aber das war so. Also auch das zu wissen, und Cybermobbing ist kein Kavaliersdelikt, sondern Auf gar keinen Fall. eine kriminelle Handlung. Ja. Und also wenn wir das hier alles rüberbringen können und dass da so viel Hilfe möglich ist. Du hast sie aber gerade noch mal eine Ja, das ist Broschüre aufgeschlagen. eine Broschüre, die wir ein bisschen mehr für die Jugendlichen, also für Kinder auch machen, Ja. weißt du, wo es ein bisschen so mit Comic natürlich Mit geht, ne? Comiczeichnungen, Ja, genau. Also also als auf. Aufklärung über Gewalt in der Schule, was alles da dazu gehört, ein bisschen plakativ natürlich, Nee, aber ja eben klar. sonst wird es oftmals nicht gelesen zu Richtig. Hause, Gewalt in der Freizeit. Und in diesem Flyer steht eben auch drin, wie wir helfen können durch Gespräche, persönliche Ja, Betreuung nach genau. Straftaten, Da, dass er Anwaltschecks. nicht alleine ist, Begleiten zu dieses, Polizei, ja. Staatsanwaltschaft, zu Gericht. Wir geben Unterstützung im Umgang mit Behörden. Alles das, Ja. was ich eigentlich schon erzählt habe. Ja. Da sind so Sachen, auch zu unserer Wahnsinn. Öffentlichkeitsarbeit gehört auch das Halten von Vorträgen eben. Ne? Ja, Und dass man die sowas, das anfordern machen kann wir und auch. dass das alles Genau. nichts kostet, sondern ja, vielleicht muss man auch manchmal überlegen, ob man mal in eine Abteilung einer Firma jemanden einladen sollte, Ja, zum was Beispiel, man gegen manche, Mobbing tun kann. Und das ja, ist eine zum Beispiel, kriminelle es Handlung, gab auch ne? schon Firmen, die angefragt haben, ob Auch wir da schon. irgendwie ein bisschen Ja. mit beraten zur Seite Ja, stehen also das, könnten. also Und ich glaube, da haben wir jetzt ein paar Hörer, die sagen, bitte hierhin, bitte hier. Ja, es ist also sind leider erreichbar so. über unser Landesbüros, Ja. jeweils in den unterschiedlichen Bundesländern natürlich, und die vermitteln dann weiter. Ich finde das so, so cool. Moni, lass uns überlegen, ob wir wirklich alles jetzt so neugierig Du, machen, ich glaube, mal so da das reingeschmissen haben. Wesentliche haben Also, wir es gibt eigentlich. Hilfe. Es gibt Man Hilfe. darf selber Helfer werden. Es Man darf darf selber Helfer man darf werden. selber Helfer Man werden. darf Mitglied werden und zahlt Ja, da und 2,50 € das kommt an. 2,50 im Aber Monat, jeder, man darf auch genau. 50 € und mehr. Aber jede Ja. Hilfe wird G gebraucht, genau. ne? Also jeder Cent wird gebraucht. Und nochmals, wir haben keinerlei staatliche Ja, Unterstützung. das ist Wir wichtig, sind ne? darauf angewiesen und Ja. können all das nur weiterhin auch machen, wenn Die Hilfe da ist, das ne? Geld irgendwie da ist, ne? Und Ja, aber du hattest vorhin, glaube ich, mit so einem Halbsatz erwähnt, dass ihr manchmal auch tatsächlich für Sonderfälle nach Sonderspendern sucht. genau. Zum So. Beispiel, neulich hatten wir einen Fall, wo irgendwie ein spezieller Grabstein nicht völlig von den Behördengeldern Ja. bezahlt worden ist. Und haben wir auch eine Stiftung gesucht, die das bezahlt hat. Ah, Und so macht ihr das, ja, dass man da ja, dann dass wir einfach dafür jemanden was, suchen, der für dieses spezielle ja. Ding, wenn der Weiße Ring das vielleicht auch nicht Gerade mehr kann. übrig hat, Ja. dass wir da noch jemanden finden. Aber Das auch ist der Weiße toll. Ring selbst. Das wird alles in Mainz entschieden, was Da ist bezahlt wird, eure in wie deutsche wir. Da ist Landzentrale. unsere Deutschlandzentrale, da ist.
Nee, du als Zimmermann, Oh, ja, ausmachst, ne? Und da sitzen die bis heute und da wird dann entschieden. Aber super. eigentlich sind sie großzügig, wirklich, wirklich großzügig. Oh, Das haben wir toll. auch bei Großereignissen, bei der Amoktag Zeugen Jehova gemerkt. Da ist ganz unbürokratisch auch und schnell Hilfe geleistet Oh, worden. cool. Du hattest im Vorgespräch nochmal eine Webseite für Jugendliche Ja. erwähnt, wo ich habe da jetzt aber selber noch gar nicht geguckt, Nee, musst du wo nochmal machen. Man ja. muss sich das mal anschauen. Die haben auch eine eigene Internetseite. Und die heißen uport.de. Also JUU und dann drei U's da drei U's. und dann Port wie Hafen. Ah, okay, Uport. DE. Und Und das ist eine Beratung, eine Online-Beratung rund um alle Themen cybermäßig ah, so. betreffend von jungen Leuten für junge Leute. Ach, da sitzen am anderen Ende dann Da immer auch sitzen am die. anderen Ende eigentlich fast alles junge Ja, Leute. das ist Digital Natives, okay. würde ich mal Ja, 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 die ja, bezeichnen, ja. ne? Anders als wir. Ne? Wir Also vor arbeiten allen uns Dingen rein, meine, ne? Genau. ja. Aber Aber die ja. wissen schon, wovon sie reden und die haben Oh. auch so die Ebene, sich zu Ja, verstehen. Da kann ich auch natürlich. Die haben ja tatsächlich einen ganz anderen nur, Sprachgebrauch auch. Und ja. das heißt, das werde ich natürlich unten in die Infobox Ja. packen, ganz Sexualisierte klar. Gewalt, nochmal was anderes, ist auch etwas, was sehr ein großes Thema ist bei Absolut, Straftaten. Ne? Und da ja. müssen wir auch an die richtigen Stellen vermittelt. Das ist auch Absolut, absolut, ja. ganz wichtiges Also, Thema. ich glaube, wir sollten alle Mitglied des Weißen Rings werden. Wir sollten alle auf die Wunderbar. Webseite gehen, ja, sich da erstmal informieren, was alles möglich ist. Ich finde, das ist schon mal so kostbar. Man kann sogar auch in die Geschäftsstellen gehen und sich diese Broschüren, die du Ja, klar, kann hier man klingeln mitgebracht und hast, fragen. also ja, ist ja für manche, glaube ich, auch wertvoll, weil man das, was man im Internet sieht, das rauscht doch schnell an uns vorbei. Und was man so als Ja, Broschüre obwohl zu ich Hause. glaube auch, dass es auch die jungen Leute brauchen keine Broschüren um. Nee, Aber weiß okay, ich da nicht, hast du vielleicht ist recht, es auch ja. ein Vorteil, aber Nee, ich bin auch. wenn ich an meine Kinder und so denke, Ja. die gucken alles nur noch im Internet nach. Ja, aber meine Kinder sind zum Beispiel immer, oder jedenfalls, einer hat auch haptische Bücher. Also die Ja, sind. Bücher haben sie auch, genau. Das stimmt Da natürlich, bin ich genau. auch noch so ein Ja. haptischer Anhänger. Und so, also ja, unterschiedlich, wie auch immer. Also Ganz das unterschiedlich, gibt genau. es da. Und natürlich ist es gerade für junge Leute wichtig, dass da am anderen Ende dann jemand ist, der eben die Sprache spricht und eben auch Ganz genau, weiß, wie wovon er er redet. was blockieren So kann ist oder es, nachvollziehen kann, genau. woher kommt denn überhaupt diese kleine und große Schweinerei, die hier passiert ist oder sowas alles. Ne? Also das ist schon wundervoll. Und ihr vermittelt ja auch dahin Ja, weiter, ne? natürlich. Wir Ja. sind ja, so nennen wir uns, die Lotsen im Ja, Hilfesystem. Ja, okay. Ja. Dann schicken die passende die Stelle, ne? Beratungsstelle, die Ja. gerade gebraucht Ja, genau. wird. Notfalls begleitet ihr dahin. Genau. Moni, wenn du noch irgendwie was Ich hast, was glaube, wir hier noch wir dringend haben das, glaube machen ich. sollten, also ich kann Und auch immer ich kann noch. nur sagen, der Weiße Ring hat auch eine Instagram-Seite. Das ist immer, jeden Tag gibt es da neue Oh Beiträge. ja, dann Also schaut das euch das mal verlinken, auch an, das finde ich verlinken auch natürlich auch prima. noch mal klar. Ich schreibe mir das mal schnell auf Also Weiße hier. Ring Instagram Ja. oder aber auch eine Webseite, na klar. Ja, genau. Die einzelnen Landesverbände haben, glaube ich, einzelne, glaube ich, alle Webseiten, aber Ja. auch der Bund halt, Ja, klar. der Weiße Ring. Super. Und natürlich interessieren mich und natürlich auch hier Moni Schorn, was ihr noch für Ideen habt. Oder Ja. also gerne auf Instagram kommentieren und oder auch hier bei YouTube oder bei Apple Podcast oder wo auch immer Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat, ob noch was fehlt. Vielleicht kann man auch noch mal was nach. Genau. Eine Info nochmal nachreichen. Das ist ja alles möglich auf unseren Kanälen. Also, du solltest nicht zögern, Mitglied zu werden oder eine Spende zu machen oder wie auch immer. Ich darf hier für andere Ich Kandidaten, danke also reiß mir die Werbetrommel Ja, rühren Werbetrommel rühren durften, und genau. wir gehen davon aus, nie brauchst du die Hilfe vom Weißen Ring, aber es ist gut, Das dass es hoffen sie gibt. wir. Ne? Alles Liebe. Tschüss. Danke, tschüss.